Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Das letzte ist ja mittlerweile jetzt schon wieder ein Weilchen her, also ein bisschen über 3 Wochen. Und da hat sich einiges getan. Und was mir gerade auffällt, das ist jetzt das letzte Shadowlands-Video in Anführungszeichen. Denn zumindest Stand der Aufnahme hier kommt morgen der Pre-Patch, also 10.0. Und dann heißt ja schon Dragonflight. Wobei, ich habe ein paar Opening-Videos vorher aufgenommen, also vielleicht hört ihr in den nächsten Wochen doch nochmal ein bisschen Shadowlands von mir, aber theoretisch jetzt von der Aufnahme her ist es das letzte Shadowlands-Video. Gut, was wollen wir machen, beziehungsweise was will ich euch zeigen? Ich zeige euch die Geschichten, die ich jetzt die letzten paar Wochen an Collection-Stuff dazu gewonnen habe. Vielleicht für die Leute, die jetzt das erste Mal bei einem von meinen Collection-Updates dabei sind, so ein kleines Recap. Das letzte Mal hatte ich ein bisschen ausführlicheres Video aufgenommen zu allen möglichen Main-Collection-Sachen. Da war ich ja, oder habe gezeigt, dass ich mit allem soweit fertig bin. Können wir jetzt nochmal kurz reingucken. Wenn ihr es ausführlicher sehen wollt, dann ins quasi letzte Video reingucken. Also kurz zum Recap, vom Collection-Stuff war ich ja soweit zumindest jetzt, ne, stand einen Tag vor 10.0 mit allen Erfolgen fertig, sprich morgen oder wenn das Video dann auch schon released ist bei euch, dann gibt es einen Haufen neuer Erfolge und dann habe ich nicht mehr alle Erfolge, aber dann gibt es wieder schön was Neues zu tun. Selbiges war dann hier bei den Mounts, wie ihr seht, also die haben wir alle, was ist das hier, irgendein Filter, raus damit, Mounts. Dann bei den Pets sind wir auch durch. Ich hatte mir ja das letzte Pet, was ich mir geholt habe, war ja das Murky Pet für über 100 Millionen Gold, was sehr teuer war. Und bei den Toys hatten wir alle bis auf dieses unerschöpfliche Lederfeuerwerk. Das ist ja quasi das, was man über diese TCG-Seite kriegen konnte. Genau, soweit zu den Main Collectibles. Aktuell bin ich dabei, hauptsächlich Quests und damit ein bisschen verbunden T-Mox zu farmen. Da werden wir uns gleich mal eine Geschichte anschauen und zwar hier auf der allbekannten Seite Data Festerot. Und ja, mittlerweile bin ich ein bisschen im Score hochgerutscht. Ihr seht es im Complete Score, Completion Score, wie das auch dem immer sich schimpfen mag, bin ich jetzt bei 791.000 und ein paar zerquetschen, damit sogar World 3. Also das ging jetzt eigentlich relativ gut, und da können wir jetzt einmal reingucken. Ich bin nicht mehr so weit weg vom Platz Nummer 2, das sind jetzt so ein bisschen über 1000 Punkte und da werden wir nachher ein bisschen drüber reden, was ich da plane, demnächst auch noch zu machen. So ein bisschen eine Zukunftsaussicht. Genau, also so ein bisschen 1200, 1300 Punkte sind es noch auf Platz 2. Ja, mal schauen, vielleicht ist das ja noch machbar, bevor dann die Expansion wirklich released wird. Jetzt haben wir dann erstmal den Pre-Patch. Gut, dann gucken wir mal rein, wo wir allgemein sind. Also Achievements, ne, klar, Platz 1, wenn man alle hat, aber ich bin natürlich mit anderen auf Platz 1. Bei Mounts bin ich Platz 7, da gibt es noch ein paar andere, die ein paar Removed mehr haben, unter anderem einige, die viel mehr Gladiator-Mounts als ich haben. Ich habe ja in Anführungszeichen nur 3 Stück. Petscore ist immer noch auf 2, Toys hat sich nichts verändert. Appearance bin ich ein bisschen hochgekommen. Das farme ich jetzt nicht quasi mainmäßig, aber zumindest gucke ich, dass ich in Appearance die mitnehme beim Questen, die auf dem Weg liegen. Ne? Also ich queste dann nicht mit einem Char durch, sondern ich queste dann halt gleichzeitig mit 2, 3 oder 4 Chars, je nachdem wie viele T-Mog-Sachen ich aus der Zone noch brauche. Heißt Platte, Kette, Stoff und Leder. Leder habe ich bei der Allianz zum Beispiel schon alles. Titel hat sich auch nichts getan, Reputations hat sich was getan, aber zum Negativen, ich war hier auf Platz 1, ein anderer Spieler, das ist auch der Dude, hatte ich gesehen, Infernus heißt der, der hier auf Platz 1 bei den Allscore ist. Allscore zählt zwar nicht beim Komplettscore rein, ne? Aber er hat halt einfach 400 Chars. 400 Chars, er hat 8 WoW-Account, A50 Chars. Ab morgen oder heute, je nachdem, wann ihr das Video guckt, wenn 10.0 raus ist, ist es so, dass man dementsprechend nicht mehr 50 auf einem Account haben kann, sondern 60, glaube ich, 10 mehr. Heißt, Typ kann jetzt dann nochmal, wenn er 8 Accounts, also er muss ja 8 Accounts haben, nochmal 80 Chars mehr haben. Also mal schauen, ob hier bald 480 bei ihm steht. Absolut insane. Also, wenn ich sag mal so, warte mal, gehen wir hier mal zurück. Ich dachte ja, ich habe schon viele Twinks mit 79, aber er hat einfach 400, ne? Das ist noch eine ganz andere Ausnahme. Ob man die braucht, sei mal dahingestellt. Genau, Rezepte. Achso, genau, was hat er für eine Reputation mehr als ich? Ich habe ja eigentlich alle alten rausgepatchten aus Classic und alle aktuellen fertig, aber es gibt beim MOP
diese Boxbar, die in OG bzw. in SW ist, gibt es auch einen Rufbalken. Und den habe ich zwar gemacht, aber bei der ersten Season gab es sowohl für Allianz als auch für Horde eine Version. Und der Typ hat beide gemacht. Ich habe damals nur Allianz gespielt, habe die Horden-Version nicht. Und deswegen hat der eine Fraktion mehr. Das ist auch der Einzige, der anscheinend beide hat, der so weit oben ist mit den Dingern. Jetzt bin ich blöderweise auf Platz 2 und nicht mehr auf Platz 1. Ist ärgerlich. Aber gut. So ist das. Bei den Rezepten hat sich auch nichts getan und bei den Quests bin ich jetzt bei 18.677. Das ist das, was ich hauptsächlich mache und da sind wir jetzt auf Platz 18, also es geht nach oben. Ich kann es auch nochmal die Veränderung hier in meiner kleinen Tabelle zeigen. Wir haben Plus gemacht von, also am 2.10., ne, jetzt haben wir am 25.10., ein bisschen über 3 Wochen sind das, von 784.000 auf 791.000, also 6.837 Collection-Punkte habe ich gemacht, 2 World Ranks. Dann bei den ganzen Sachen, Mounts, Pets, Toys, diese ganze Zeug, da kann ich ja nichts mehr farmen, da kam nichts dazu. Appearance kam 1.897 dazu, fast 2.000, war nicht schlecht. Ich habe jetzt nicht explizit Appearance gefarmt, aber das kam quasi nebenbei mit. Die Quests haben wir knappe 500 neue erledigt und ja, dann habe ich noch ein paar Twinks gelevelt durchs Questen, aber auch nebenbei mit Pet Battle spielen, 16 Chars in der Zeit. Jetzt, die sind nicht von 1 auf 60 gelevelt, die meisten Chars waren schon zwischen 50 und 60 und da habe ich die restlichen paar Level gemacht. Jetzt mit diesem Level-Buff ging das relativ zügig. Und dann habe ich noch ein paar ehrenhafte Siege, 800, oder? Nee, das ist Oldscore. Nee, auch keine. Ich habe wirklich keinen einzigen PvP-Kill gemacht oder Level, sondern wirklich nur dieses Quest-Gedönse. Und ja, dann hier unten haben wir noch All the Things, ne? Vorher haben wir noch 24.258 Items gefehlt, jetzt sind es noch 21.511, also 2.700 irgendwas Sachen raus. Und das sind halt dann 1,73%. Ne? Jetzt sind wir von 84,53 auf 86,26. Genau, das kann ich dann auch nochmal in-game zeigen. Das machen wir jetzt mal alles zu. Da unten haben wir es, All the Things, können wir vielleicht mal ein bisschen größer machen. Also wo ich jetzt halt zu 99% unterwegs war, sind jetzt die Außenbereiche. Und da habe ich dementsprechend, ich hatte angefangen mit Nordend. Ihr seht, hier sind jetzt nur noch Händlersachen drin, also das ist Stand, den ihr schon kennt. Nordend habe ich komplett gequestet und da habe ich auch alles weg von Rares über Quests, über, keine Ahnung, Kisten, alles, was man holen kann in Nordend, in der offenen Welt, ist abgeschlossen. Da sind halt bloß noch diese Händler drin und das ist halt, das Raid-Gear, also was quasi unter Dungeon und Schlachtzüge drin ist, ist halt irgendwie blöderweise doppelt, aber na, das kann man theoretisch auch beim Händler kaufen, wenn man einen Token hat. Und selbiges habe ich bei der Scherbenwelt auch schon gemacht gehabt. Das ist aber auch alter Stand. Und hier sind auch nur noch so Händlergedönse drin. Oder so komische Währungen, die man für einen Boss braucht aus einer Time Walking Inn. Ich glaube, die Mana-Gruft müsste das sein. Also alle diese Items, die hier drin sind, braucht man, um dann wiederum ein Item zu bauen, um in der Mana-Gruft einen Time Walker-Boss beschwören zu können. Also also auch ein Dungeon-Ding. Und hier in Shatra, das sind auch alles die Raid-Sets, die man sich ja auch mit den Tokens wieder umwandeln kann. Also die sind auch fertig. Dann hatte ich ja das letzte Mal, ich glaube beim letzten Video war ich mitten in Kalendor gesteckt. Kalendor sieht mittlerweile gut aus. Ich habe Kalendor soweit durchgequestet. Nicht nur die Classic-Gebiete, sondern auch die Kataklysm-Gebiete, also sprich Uldum und Mount Hyjal. Und da habe ich dann einmal jetzt noch im Hial hier ein Timok-Teil offen. Da muss ich immer so Dailies machen, um das freizuschalten, dauert ewig. Mittlerweile bin ich schon relativ weit. Das waren ursprünglich noch 2 Sachen. Ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 500 Marken oder so da gefarmt. Und ich glaube, ich habe mir das ausgerechnet, ich glaube noch 3 oder 4 Tage brauche ich. Dann habe ich den letzten Händler auch freigeschalten, kann mir das Ding kaufen. Dann ist der Hial auch komplett raus. Ich habe sonst noch in Durotan eine Quest, die ist die Pre-Quest zum Sturm, also zu Sturmheim. Da bin ich nämlich noch nicht in Legion. Und in Ugrimmar ist halt auch wieder Händler, ne, für, ich glaube, Kataklysm-Raid-Sachen sind das. Da kann man theoretisch auch wieder die Tokens umtauschen. Genau. Soweit dazu. Jetzt werde ich hier ein bisschen belagert. Jetzt machen wir das mal weg. Dann bin ich weiter gehoppt nach Kalendor zu den östlichen Königreichen. Da sieht es auch schon sehr gut aus. SW, ne, wie bei den anderen Dingern,
ist halt hier wieder das, sind die Händler für die Raid-Sachen. Dann habe ich eine Quest, das ist das Pandor, was wir in Durota gesehen haben, auch die Pre-Quest halt diesmal auf der Allianz-Seite zum Sturmheim. Und ja, da ich Legion noch nicht angegangen habe, ist das hier noch drin. Dann habe ich Inselquell Danas, das sind halt auch wieder Raid-Händler. Und das letzte Item, was hier noch ist, ist ein Zonendrop. Den wollte ich mir letztens schon kaufen, wer vielleicht mein Waste-Video gesehen hat. Hat das schon auf dem Schirm oder gehabt, dass mir das noch fehlt. Wollte ich mir eigentlich kaufen. Das Problem ist, dann habe ich schmerzlicherweise rausfinden müssen, dass meine Erkenntnisse, die ich über die Testcharts hatte, falsch waren. Und zwar ist es nicht so, dass man pro Account sich in einer Stunde 4 erstellen kann, sondern man kann sich in einer Stunde nur 4 Trial Chars erstellen pro Battle.net Account. Und ich habe mir meine anderen Accounts aufgewertet gehabt. Ich habe jetzt übrigens heute festgestellt, dass Blizzard, oder auf WoW hätte ich es gesehen, dass alle normalen WoW-Accounts automatisch jetzt mit einem Pre-Patch auf Shadowlands upgedatet werden. Ich habe es vor ein paar Tagen noch gezahlt, was ein bisschen wehtut, aber gut, das ist Lehrgeld, ne, machst du nichts. So wild ist es jetzt nicht, aber trotzdem ist halt unnötig. Vor allem, dass mir es gar nichts gebracht hat, weil die Trial Chars, also ich habe die nur aufgewertet, dass ich schneller Trial Chars bauen kann und das hat auch nicht funktioniert, also es war doppelter Fail, aber gut, so ist es, man lernt draus, genau, und da habe ich versucht, das Ding zu holen, aber bis ich quasi dann wieder neue Trial Chars erstellen konnte, war es nicht mehr im Auktionshaus, auf Stormscale oder so wollte ich es kaufen, und ja, das ist jetzt das Letzte, was mir hier quasi noch einmal fehlt, so viel dazu, genau, also sonst habe ich erst die Königreiche auch komplett fertig. Also sowohl Rares als auch alle Quests mit allen Rüstungsklassen. Jetzt habe ich danach angefangen. Ich habe ja jetzt quasi Classic, Burning Crusade, Wortel und Cutter-Content weg. Dann wollte ich chronologisch weitergehen, einmal nach MOP. Und dort bin ich jetzt aktuell. Ne? Ihr seht klar hier im Schrein, das sind halt auch wieder die Raid-Items drin. Und das ist sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz. Also das macht halt irre viel aus. Ihr müsst ja sehen, das sind 800 Sachen, die einfach alle auch wieder in den Dungeons droppen. Ne? Also diese Händler braucht man theoretisch gar nicht. Und ja, aktuell brauche ich eigentlich noch die Schreckensöde. Da habe ich noch nicht gequestet. Da seht ihr, da sind noch ein paar Sachen offen. Und dann gibt es dann halt immer verschiedenes T-Mog. Das Lederzeug habe ich natürlich, aber die anderen Sachen sind schon eingeheimst. Was ich schon fertig gemacht habe, ist der Jadewald. Den habe ich komplett raus. Dann Tal der vier Winde war ich auch schon. Da ist jetzt nur noch so ein Händler. Da muss man irgendwie noch irgendein Bauer, keine Ahnung was, hochmachen. Ah ne, China Lehmkralle heißt, hier steht ja sogar drin. Da muss man irgendwie so einen bester Freundruf hochbasteln. Und das muss ich mal mit Stoff, Kette und Platte noch machen. Das ist das Einzige, was jetzt hier im Tal der vier Winde noch drin ist. Dann Tonglong-Steppe habe ich vorhin gerade gequestet. Da seht ihr, da sind halt auch nur noch Händler. Das sind die Händler. Nier Zau-Tempel, glaube ich. Das ist halt Raid-Gear. Dann Time des Eis. Gut, da habe ich jetzt nichts Großartiges gequestet. Aber da gibt es eigentlich auch nur Items, die man hier mit diesen Marken einmal upgraden kann. Und das ist ein Todesgrind. Also das mache ich aktuell jetzt noch nicht. Jetzt mache ich erstmal die Quest fertig. Das lasse ich jetzt mal links liegen. Sonst habe ich eigentlich alles in der Timeless Isles. Also es hat diese ganzen Sachen haben mit diesen Items, die man sich kaufen kann und dann mit dieser Last der Ewigkeit upgraden kann, zu tun. Das hebe ich mir für später auf, sagen wir es mal so. Khazarang habe ich auch alles durchgequestet. Da ist jetzt noch eine Ruffraktion, beziehungsweise zwei Ruffraktionen, die aber dasselbe oder dieselben Items haben. Und zwar muss man da so Quests machen und umso mehr Quests man macht, kriegt man halt Ruf. Früher war das so eine Weekly-Geschichte, dass jede Woche einen weiteren Strang von der Quest freigeschalten wurde. Und ja, das muss ich noch mit Platte machen, mit den anderen drei Rüstungsklassen habe ich schon. Heißt, das werde ich irgendwann mal demnächst angehen, aber das ist jetzt nur eine Side-Ruf-Fraktion quasi. Dann Insel des Donners, da gibt es jetzt auch nicht wirklich was zu questen, da ist halt auch wieder ein Haufen Raid-Gear und zwei Rares, die man über so Steine beschwören kann, aber das fokussiere ich jetzt aktuell auch nicht. Und ja, sonst ist eigentlich nur die Schreckensöde. Das ist das, was ich jetzt noch questen kann. Heißt, durchgequestet habe ich jetzt im Pandaria, um es vielleicht hier bildlicher zu machen. Jadewald ist fertig. Ich habe für den Jadewald über 6 Stunden gebraucht. Die Sachen, die ich noch... Also ich habe nicht mal alles durchgequestet. Ich habe ja nur das durchgequestet, wo ich noch Quests brauchte. Oder T-Mog. Ich habe ja teilweise früher schon mit Chars gelevelt und dementsprechend große Teile musste ich gar nicht mehr machen. Aber ich habe Hordenquests einige gebraucht. Und für den Teil, den ich mit 4 Chars durchgequestet habe parallel, habe ich 6,5 Stunden gebraucht. Ne? Also
einfach nur krass. Gut, es war ein Party-Sync, die waren alle runterskaliert. Ich musste es mit 4 gleichzeitig machen und so. Und dann habe ich jetzt hier Talia für Winde und Kasurang am anderen Tag gequestet. Das hat zusammen, war ich da in keine 3,5 Stunden war ich durch. Also das ist schon krass, wenn man nicht im Party-Sync ist. Kun Lai ging eigentlich auch relativ schnell. Und vorher habe ich Tonglong gemacht, da hat mir nicht mehr viel gefehlt. Nur eine Rüstungsklasse mit dem Hunter. Da bin ich wirklich in einer Stunde, bin ich da durchgepäst. Sperrfeuer einfach angenehm nur mit einem Chava-Zeug anklicken, alles One-Shotten. Da ist man natürlich dann schnell durch, genau. Jetzt, das nächste ist dann jetzt so ein bisschen die Schreckensöde. Da wird es ein bisschen tricky, weil es hier Quests gibt, die sich gegenseitig ausschließen. Die habe ich damals mit dem Main schon die ganze Zeit versucht zu bekommen. Und zwar ist das so eine Geschichte da, dass man anscheinend ein paar Quests nicht machen darf und dann hat man einen alternativen Weg und so. Das muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken, wie das ist. Und hier sind tatsächlich auch ein paar Quests dabei, die mir noch Punkte bringen. Aber auf das werden wir gleich nochmal eingehen. Ich zeige euch das nochmal im Dataverse, oder da sieht man das ein bisschen schöner. Genau. Und was ich als nächstes plane, nachdem ich das hier durchgequestet habe, ist nach Draenor zu gehen. Und da ist natürlich dann auch wieder einiges angesagt. Da habe ich relativ viele Quests. Zum Beispiel seht ihr mit der Horde, wenn hier ein X ist, dann habe ich diese Quest noch nie erledigt. Und da sind echt einige Hordenquests vor allem zu erledigen. Und da brauche ich eigentlich alle Zonen, ne? Also komplett durch. Im Schattenmontal sieht es ganz gut aus, seht ihr? Da ist überall ein Haken drin. Die Quest habe ich schon gemacht, aber da brauche ich halt dann nur noch ein paar Rüstungsklassen, ein paar Items, hier Kette, Stoff und so. Und da ist es dann wesentlich angenehmer, mit den Chars durchzugehen. Heißt, für die nächste Zeit, jetzt morgen oder wenn das Video rauskommt, ist ja der Pre-Patch schon live, will ich halt, hier Pandaria fertig machen, dann Draenor. Und soll ich Draenor fertig kriegen, dann wollte ich als nächstes dann quasi in fährte Küste gehen oder in fährte Inseln. Zusätzlich gibt es natürlich noch einen Haufen neuen Stuff im Pre-Patch. Mal gucken, was da so alles auf mich wartet. Und ja, das ist so zumindest der Plan. Wäre natürlich cool, wenn ich noch möglichst viele Quests erledigt bekomme, bevor das Addon rauskommt. Ist immer schon ein schöneres Gefühl, wenn man so eine Sache abgehakt hat, wenn man quasi eine neue große Sache angeht. Und mit dem Addon wäre ich erstmal wieder quasi die normalen Haupt-Collection-Sachen machen, beziehungsweise Gearing und alles mögliche andere ist natürlich auch an dabei, und dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, um diese ganzen Quest-Sachen nachzuholen. Gut, jetzt gucken wir noch einmal hier rein bei den Quests an sich, dann kann ich euch ein paar Sachen noch zeigen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man das hier mit den Expansions aufteilt, dann sieht man das so ein bisschen besser. Und zwar, wir machen jetzt mal das so, dann seht ihr auch, was ich hier klicke. Und da können wir jetzt gucken, wo mir noch was fehlt. Also zum Beispiel Collected muss ich ausmachen. Also in Classic habe ich 100% der Quests erledigt. Dann Burning Crusade auch. Wattle ist eine Pilgrims-Geschichte noch drin. Das ist ein dieses Pilgerfreunde-Event. Da kam halt anscheinend die Quest drin, deswegen ist das da drin. Das müsste jetzt, mal gucken. Ich bin ein paar WoWs gerade parallel on. Das müsste jetzt dann eigentlich bald sein. Jetzt schauen wir mal. Genau, das ist dann noch vorm Release quasi die Woche, Pilgerfreunde. Da fehlt mir unter anderem auch noch eine Soul-Shape-Gestalt, die Truthahn, wo ich mich immer noch ärgere, wo ich dann selber im Stream die ganze Zeit gesagt habe, hier müsst ihr mitnehmen, und selber habe ich sie dann vergessen, was echt ein bisschen bitter ist. Genau, also das ist eine Geschichte. Dann Cataclysm ist auch noch eine Horden-Quest bei Love is in the Air, also diesem Valentins-Event. Und in Darkshore ist das mit diesen drei Geistern auswählen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Quest kennt. Anscheinend habe ich da einen nicht ausgewählt. Ich meine zwar, dass ich schon mal nachgeholt habe. Das Ganze aber irgendwie habe ich anscheinend wieder irgendeinen Geist vergessen. Naja, sei es drum. Also da muss ich nochmal einen besorgen. Das müsste ich dann noch machen. Die wird mir aber im All the Things nicht angezeigt, komischerweise. Deswegen, ja, die ist nur hier drin. Und die beiden Quests, das ist so eine richtige Drecksache. Da musst du den Legendary Stab aus Firelands zusammenbauen. Und ich sag mal so, ich habe den mit Main, ne? Ich habe das damals gemacht, obwohl ich nie Eule gespielt habe, habe ich mir den Stab zusammengebaut und habe mir den zusammen ergaunert. Das gleiche mit Valarnir damals in Ulduar. Obwohl ich nie Heiler gespielt habe, habe ich mir den Stab geholt, weil ich halt für die Collection haben wollte, ja. Ja, so viel dazu. Und die Geschichte ist, ganz am Ende
gibt es halt bei der Quest unterschiedliche Enden, weil das eine ist halt ein Ogrimmar und das andere sind SW, deswegen sind es verschiedene Quests und deswegen muss ich mir das komplette Ding nochmal auf Hordenseite machen. Und ich kann euch sagen, das dauert halt wirklich ewig. Man muss so viele, also es sind glaube ich 3 oder 4 verschiedene Quests, die alleine einfach nur beinhalten, töte Bosse und loote irgendwelche Währung. Also da, keine Ahnung, die eine Währung, dann die andere Währung, dann die nächste Währung, also das ist einfach so ein Timegating. Und vor allem, jetzt kannst du ja reingehen im HC und im NHC und da jede Woche 2 IDs durchballern, aber es dauert trotzdem Wochen und Monate. Also ich mache das jetzt seit ein paar Wochen, bin jetzt auch schon so weit, dass ich dieses Portal öffnen musste und diesen Extra-Boss gekillt habe und jetzt nochmal 1000 von irgendeiner Währung suchen muss. Also ich bin schon, ich würde mal sagen, so mittendrin im Ding, aber es wird immer noch ewig dauern. Also, und das für 2 Quests, ne? Aber was macht man nicht alles? Genau. Dann Pandaria. Sind jetzt hier in der Schreckensöde. Das sind diese Quests, wo man diesen alternativen Weg wählen muss. Das ist ein bisschen verzwickt. Und das sind auch die einzigen Sachen, die mir da Punkte bringen. Also ich queste die komplette Zone durch und kriege halt einfach nur Punkte fürs T-Mog. Aber für diese alternativen Dinger kriege ich halt, weil es eine Quest ist, dann immer 10 Punkte für den allgemeinen Complete-Score. Dann habe ich hier noch so ein Monk-Ding. Habe schon mal versucht, das zu kriegen, aber irgendwie kommt man da anscheinend nicht mehr ran. Das ist ein bisschen blöd. Wobei hier steht Level 35 dran. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ich kann es mit einem Level 35er Monk machen. Müsste ich mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Char rumliegen habe. Ah, mal schauen. Vielleicht ist das was. Aber auf jeden Fall, da bin ich bis jetzt nicht dran gekommen. Und ja, dann hier in Draenor. Da sind halt die hauptsächlichen Quests. Ihr seht, 103 Quests kann ich in Draenor holen. Ne? Bei den anderen Expansions haben wir geguckt, das waren jetzt 6, 4, 1. Also ihr seht, in Draenor, da ist das Fleisch quasi. In Legion sind es auch noch ein paar Hordenquests. Das sind hauptsächlich die Hordenquests im Sturmheim. Da sind ja quasi extra Quests von Allianz und Horde. Das sind 13. Und ein paar so Artefakt-Dinger. Muss man mal gucken, wahrscheinlich sind es auch ein paar Hidden Skins und sowas. Wobei ich letztens schon den Hidden Skin von Pada geholt habe, den Corrupted Ashbringer, weil der wurde mir im westlichen Pest, oder westliche? Ja, ich glaube in den westlichen Pestländern angezeigt und da ich das Gebiet komplett raus haben wollte, habe ich mir den mal schnell geholt, das ging dann eigentlich. Genau, und in BFA, seht ihr, ist die Horden War Campaign noch ziemlich viel und ein paar Allianz-Quests tatsächlich, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich die noch kriegen kann, weil ich dachte eigentlich, ich habe mit meinem Main alle Allianz-Quests, ne? Also da muss ich mal gucken. Das sind jetzt overall auch nochmal 52 und in Shadowlands sind es noch 16. Das sind aber so Sachen wie zum Beispiel hier die Season-Sachen, das sind jetzt vom Winterhauffest zum Beispiel und so Sachen wie jetzt Castanathria, dass man den Skip freischaltet. Ich habe Mythic jetzt nicht krass geradet, deswegen habe ich die Quest noch nicht fertig. Oder hier Soul Shapes fehlen noch. Das ist eine Breadcrumb, die wahrscheinlich viel Arbeit, wo ich viel Arbeit reinstecken muss, weil da musste ich irgendwie gucken, ob ich die irgendwo Party sinken kann. Da müsste ich irgendwen finden, der die Quest relativ weit gespielt hat, aber dieses Rule 6 noch nicht abgeschlossen hat mit einem Char. Oder mir das mit dem Twink alles nochmal selber erspielen und keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und ja, dasselbiges ist dann halt auch hier für Mythic Sanctum, ne? Wobei, da bin ich, glaube ich, bei 3 von 4 Kel'Thuzad Mythic Kills, ne? Da müsste ich eigentlich nur einmal killen. Und Zeplöka auch, ne? Ich glaube, im Normal habe ich auch 3 von 4 und im HC habe ich auch 2 von 4 oder so, aber Mythic alle nicht abgeschlossen. Und Ember Court, da muss ich mir noch so einen Hut aus Tazavesh holen. Den werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst mal farmen. Da gibt es bei einem von den Bossen in Streets, bei diesem Musik-Event, gibt es für 2% kann so einen Hut droppen. Und den kannst du deinem Butler geben quasi. Und The Call to Fate, ja gut, das, da kommst du irgendwie, glaube ich, nicht ran. Das ist irgend so ein Bugshit. Und hier Heart of Azeroth. Da habe ich mir erst gefragt, was das eigentlich ist, aber ich habe mir das so ein bisschen nachgelesen. Das scheint irgendwie so eine Geschichte zu sein, dass man quasi nicht das Herz von Azeroth haben darf und dann muss man diese Außenposten irgendwie aufbauen in Azeroth, die man auf allem quasi als Allianz, ne, auf Zuldazar und als Hordler auf Kul'Tiras hat und dann kann man die Quest irgendwie am Ende machen, wo man dann dahin geschickt wird. Aber genau muss ich mir das noch angucken, wie das läuft. Ja, das sind soweit die Quests, die ich noch machen kann. Heißt, alle Quests, wenn wir es anklicken, sind es jetzt nur 195. Der
der Großteil ist ein Draenor, das sollte auch halbwegs schnell gehen und vor allem hinten raus so BFA, Shadowlands, teilweise auch die Legion-Dinger, das wären so beschissene Sachen, wo ich teilweise mit Party-Sync gucken muss oder ein bisschen tricksen muss, um da an die Quest ranzukommen. Aber ich denke mal so, die 100 von Draenor, die müssten halbwegs zügig gehen. Und wenn sich jetzt mit dem Pre-Patch jetzt nicht krass viel verschiebt, dann könnte ich den vielleicht sogar kriegen, ne? Wenn ich jetzt überlege, ein bisschen über 100 Punkte, 100 Quests habe ich, sind über 1000 Punkte, ne? Plus dann natürlich noch das Timok, was ich da rauskriege. Und zwar, wo haben wir es? Draenor, das ist ja dann pro Gebiet doch auch, gut, okay, hier, jetzt wollte ich gerade sagen, ist pro Gebiet ja auch ganz gut was. Warte mal, brauche ich einen Gorgon? Ach ne, das sind die Rares, okay, wollte gerade sagen, nur noch eine Rüstungsklasse. Na gut, da ist gar nicht so viel dabei, ehrlich gesagt. Habe ich anscheinend schon mit einigen gequestet. Jetzt hier gucken, ein paar T-Mog-Sachen sind da schon auch dabei. Vielleicht sind es dann noch ein paar hundert Punkte. Na, mal gucken, ob das dann ausreicht. Gut, das war es dann eigentlich soweit, was ich euch zeigen kann. Ich habe vor, also wenn, dann mache ich noch ein Collection-Update vom Add-on oder vielleicht sogar zwei. Es ist ja jetzt noch ein bisschen über einen Monat, um einfach so ein bisschen Update zu haben, was sich dann im All the Things tut. Da wird sicher auch eine neue Version jetzt mit dem Pre-Patch rauskommen. Und ja, da werden wir sicher das eine oder andere noch gucken können. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht, wenn ihr bei irgendwas auch Tipps für mich habt, gerne her damit. Bin ich immer dankbar. Vielleicht habt ihr das ein oder andere schon gemacht, was mir fehlt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Collection-Update wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.